So, jetzt habe ich mehr Erfolg. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Und ja, es ist tatsächlich auch jetzt ein besonderer Termin, denn es ist der erste Termin nach dem 125. Geburtstag von Ernst Lubitsch, der gerade gefeiert wurde. Am 27. Januar war das. Und da gab es auch eine schöne große Veranstaltung in Berlin natürlich. In Babylon ist eine Ernst-Lubitsch-Statue, die kennen Sie vielleicht, die sitzt da mitten in den Reihen. Seine Tochter war auch dort, also das wurde groß zelebriert. Und daran knüpfen wir jetzt sehr, sehr gerne an. Und zwar mit einem wirklich, einem Film, der zu etwas Lustigem passt, nämlich The Merry Widow, die lustige Witwe, die wir gleich sehen werden. René Michaelsen wird uns dazu viel erzählen können. Ich finde das besonders spannend, weil wir haben ja immer den Fokus auch, dass das hier eine interdisziplinäre Veranstaltungsreihe sein soll. Das heißt, dass wir mal nicht auch nur den ausschließlichen Blick aus filmwissenschaftlicher Betrachtung heraus haben, sondern jetzt eben auch mal aus der Musikseite. Das wird Marc Siegel auch gleich nochmal vorstellen, wie der Hintergrund ist von René Michaelsen. Ich freue mich schon mal sehr, dass er da ist. Da schon mal ein Applaus an der Stelle. Dankeschön. Sage auch Danke bei all unseren Partnern. Jetzt stellvertretend mal Anja Henningsmeier, die heute hier sitzt von der Hessischen Film- und Medienakademie. Sonst wäre das nicht möglich, dass wir das über 10 Monate tatsächlich machen, uns einem Filmemacher, noch dazu einem so wichtigen wie Ernst Lubitsch, zu widmen. Das ist eine große Gelegenheit für uns und wir freuen uns da immer sehr darüber. Ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle das Begleitprogramm wie immer ans Herz legen. Das ist diesen Monat auch ein bisschen passend. Frühe Berliner Lustspiele habe ich es mal genannt. Von einem Klassiker, die drei von der Tankstelle, den wir hier zeigen werden, bis hin zu zwei Filmen, die man sehr selten zu sehen bekommt. Das eine ist Das Kabinett des Dr. Larifari. Das ist eine Satire, eine Persiflage auf natürlich das Kabinett des Dr. Caligari und überhaupt die expressionistischen Stummfilme jener Zeit. Und das Ganze im komödiantischen Stil eines Ernst Lubitsch von den beiden führenden Kabarettisten aus dem Jahr 1930, die in Berlin auch zwei eigene Theater hatten. Das lohnt sich sehr, den anzuschauen. Und ebenso ein Film, Moritz macht sein Glück. Das ist ein Film, der genau daran anknüpft, wie Ernst Lubitsch selbst angefangen hat. Und das im Jahr 1930, nämlich als Lehrling in einem Textilgeschäft seiner Eltern. Und das waren auch seine ersten Rollen als Schauspieler damals 1914. Und das wird 1930 nochmal aufgegriffen und verfeinert in den frühen Tonfilmen der jungen Berliner Republik, Weimarer Republik. Es lohnt sich sehr, daran nochmal reinzuschauen, diese Filme zu sehen. Die sind vom Bundesarchiv. Heute, die Kopie kommt aus Hamburg, von der Kinemathek dort. Wir freuen uns sehr, dass The Merry Widow in Originalfassung auf 35 mm verfügbar ist. Das ist nicht so selbstverständlich. Deswegen, wir sind sehr gespannt, wie die Qualität dann auch durchgängig ist. Aber das ist halt bei so einer Reihe eben auch ein Zeichen. Wir haben das ja schon gelernt aus den ersten Vorträgen. Die Qualität der Kopien ist nicht einheitlich, aber so kann man auch einige Schätze erleben, die hier auf der Leinwand zum Leben erweckt werden. Viel Spaß damit heute und begrüßen Sie jetzt Marc Siegel, der René Michaelsen vorstellt. Guten Abend, danke. Ja, wir freuen uns, dass Berlin an unsere Reihe anschließen kann. Oder? Wir fingen zuerst an. Ja, und es geht weiter. Neben der Komödie ist das Musical vielleicht dem Genre, was von Lubitsch am Wesentlichen geprägt wurde. Sein erster Tonfilm war ein Musical, The Love Parade, von 1929 mit Jeanette MacDonald und Maurice Chevalier, die Stars des heutigen Films. Und der letzte Film, an dem er gearbeitet hat, The Lady in Ermine aus dem Jahr 1948, war ebenfalls ein Musical. Der hat nur 8 Wochen daran gearbeitet, bevor er gestorben ist, und der Film ist dann am Ende von Otto Preminger zu Ende gemacht. Wir zeigen, Entschuldigung, zwischen 29 und 48 hat er 6 weitere Musicals gemacht. Alle zwischen 29 und 34, sozusagen die Phase, wenn das Musical als Genre sich etabliert hat. So, seine Musicals gehören zur Entstehungsphase des Musicals und auch gehören in dem Sinn zur Entstehung der Konventionen des Musicals, wie
wie wir sie kennen. Aber in der Reihe zeigen wir nur eine, nur ein davon, sein letztes vollendete Musical, The Merry Widow von 1934. Sehr interessant, dass es von 1934 ist, weil es ist nicht nur sein letztes vollendete Musical, aber auch der letzte Film, den er vollendet hat, bevor die Hays-Zensurcode losging, in 34 offiziell. So, das sehen wir so Lubitsch an der Grenze von das Sagbare und Zeigbare, wenn man will. Wir freuen uns besonders, dass wir für diesen Anlass den tollen Musikwissenschaftler und ausgewiesenen Operettenexpert René Michaelsen gewinnen können. René hat lange im Bereich von Musikwissenschaft geforscht, bevor er 2011 mit einer Arbeit zur Selbstreflexion in der Musik von Robert Schumann promoviert hat. Das Buch, was daraus entstanden ist, Der komponierte Zweifel, Robert Schumann und die musikalische Selbstreflexion, wurde 2015 vom Finck Verlag veröffentlicht. Nach der Doktorarbeit hat er sich im Rahmen einer Mitarbeiterstelle am Institut für Musikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf Operetten mehr oder weniger konzentriert in seiner Forschung. Sein musikwissenschaftliches Wissen geht über Operette und der 19. Jahrhundert hinaus. Er forscht auch zum Beispiel zum Jazz und afroamerikanischen Popularmusik. Und René und ich haben uns kennengelernt vor einigen Jahren, als er ein tolles Seminar zu Glam Rock gegeben hat. Nicht Glam Rock Operette. Ach, vielleicht ja, vielleicht doch. Ja. Und natürlich arbeitet er auch, wie Sie auf ernstlubitsch.de lesen können, zu Tim und Struppi. Das musst du uns später erzählen. Seit 2016 aber ist er gewechselt institutionell aus der Uni und ins Theater. Er arbeitet als Dramaturg am Theater im Bauturm in Köln. Und es ist wirklich wunderbar für uns, dass er trotz der harten Theaterarbeit die Zeit gefunden hat, zu Lubitsch, dem Film The Merry Widow, zu forschen. Bitte begrüßen Sie mit mir René Michaelsen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und mich an allererster Stelle für diese Begrüßung, für diese Vorstellung, aber vor allem für die Einladung bedanken. Herzlichen Dank, lieber Urs Spörri, herzlichen Dank, lieber Marc Siegel, lieber Rembert Hüser. Es ist nicht alltäglich, dass ich zu Veranstaltungen wie dieser eingeladen werde. Es ist für mich ja ein Termin sozusagen außerhalb meines wissenschaftlichen Biotops. Ich bin kein Filmwissenschaftler und es ist für mich besonders schön, dass ich eben heute auch mal an diesem Ort sprechen kann, der für mich mit zahlreichen persönlichen Erinnerungen verbunden ist. In den 4 Jahren, die ich hier in Frankfurt war, war ich häufig hier und ich habe gerade so einmal Revue passieren lassen. Der erste Film, den ich hier gesehen habe, war Schlingensiefs deutsches Kettensägenmassaker. Der letzte Film, den ich hier gesehen habe, war Die Regenschirme von Cherbourg. Und ich glaube, eigentlich fassen diese beiden Filme die Veränderung meines Verhältnisses zur Stadt Frankfurt in der Nussschale, das zuerst von einem stürmischen zu einem sanftmütigen Verhältnis geworden ist. Und es ist, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr darüber. Heute, ich bin wie gesagt als Musikwissenschaftler hier und deswegen geht es mir in erster Linie auch darum, den Begriff der Operette zu beleuchten. Ich werde also nicht so sehr eine tatsächlich filmwissenschaftliche Exegese des Films Merry Widow betreiben, sondern möchte eher dadurch, dass ich Ihnen ein paar Informationen an die Hand gebe über die Operette, über das Genre Operette generell, aber auch über die Vorlage, Die lustige Witwe von Franz Lehár, Ihnen die Möglichkeit geben, diesen Film vielleicht ein bisschen anders zu betrachten, sodass wir dann nachher in der Diskussion möglicherweise den weiteren Bogen ziehen können. Und ich möchte, also ich denke, Sie haben alle eine ungefähre Assoziation, die mit dem Begriff Operette einhergeht. Möglicherweise ist es nicht die beste. Es ist ein Genre, das das eigentlich schon sehr lange in einem gewissen Verruf steht.
In den letzten Jahren gibt es durchaus vielfache Versuche der Ehrenrettung, aber zumindest ich bin sozialisiert worden damit, dass Operette, das stand also beim im Kassettenregal, wohlgemerkt im Kassettenregal meiner Oma, Maske in Blau, Walzertraum, solche wenig vertrauenweckenden Titel, die so ein bisschen im Giftschrank des Seniorenheims zu lagern schienen und keinen guten Ruf an, vor allem auch nicht in meiner Zunft, also unter den Musikwissenschaftlern, immer so als etwas sehr, sehr Anrüchiges, Triviales galten. Dem hat man in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch durchaus ein bisschen entgegengearbeitet. Es gibt mittlerweile also auch eine rechtschaffene und institutionalisierte Operettenforschung, auch wenn zum Beispiel in meiner akademischen Karriere mir auch mehrfach der Rat entgegengeschlagen ist, bloß keine Qualifikationsarbeiten über Operetten zu schreiben. Das gelte immer noch als anrüchig. Also es ist ein etwas Verruf. Kommen Sie mit mir an eine verrufene Stelle, die ich Ihnen heute ein bisschen, auf die ich ein bisschen Licht zu werfen versuche. Weil, und deswegen ist die Einführung, die kleine Einleitung von Marc Siegel gerade sehr, wie ich finde, sehr hilfreich gewesen, weil es mir eigentlich darum geht, zu zeigen, dass die Operette gewissermaßen eine andere Blaupause für Filme anbietet als das Musical. Operette und Musical sind etwas Grundverschiedenes und es hat seinen Grund, dass Lubitsch Film Operetten gedreht hat. Und es hat auch seinen Grund, und das wäre dann die These, zu der ich am Schluss versuche zu kommen, dass die Lustige Witwe seine letzte Filmoperette war. Es ist in gewisser Weise auch ein Werk des Abschieds, ein summarisches Werk, ein Abgesang auf die Gattung. Aber zuerst möchte ich Ihnen einen kurzen Abschnitt vorlesen aus dem Kölner Stadtanzeiger, der Lokalzeitung meiner Heimatstadt, in der vor wenigen Tagen von einem, wie ich finde, durchaus operettenhaften Vorfall berichtet worden ist. Sind Sie mit den Gepflogenheiten des Kölner Karnevals ausreichend vertraut, um zu wissen, was ein Dreigestirn ist? Ja, haben Sie das ungefähr vor Augen? Also das Dreigestirn ist sozusagen das komplett von Männern dargestellte Herrschertriumvirat, das für die Zeit des Karnevals die symbolisch die Macht über die Stadt übernimmt und vor allem sich dadurch auszeichnet, dass es eben ein unglaublich bizarres Ornat trägt. Also der Prinz hat so riesige Pfauenfedern an seinem Hut, der Bauer hat so riesige Brokatkleidung und so Hüte, die ganze Kölner Stadtmauer darstellen sollen, so ein Dreschflegel, die Jungfrau ist ein Mann, also es ist ein ganz, es ist ein eigenartiger, sehr, ich glaube, seit dem 19. Jahrhundert gepflegter Brauch. Und vor einigen Tagen war folgende Meldung im Kölner Stadtanzeiger zu lesen. Dreigestirn stellt Autoknacker. Prozess in Flagranti erwischt, Wagen von Jungfrau Stefanie durchwühlt. Gerade erst in vollem Ornat zu Gast bei Erzbischof Kardinal Wölki hätte das Dreigestirn am Donnerstag eigentlich pünktlich zum nächsten offiziellen Termin erscheinen müssen. Einem, bei dem ihr Kostüm allerdings eher befremdlich gewirkt hätte. Doch der überaus eng getaktete Terminkalender der Tollitäten und die Tatsache, dass sogar bei Justitia der Karneval auf wohlwollendes Verständnis stößt, ersparte Prinz Stefan I., Bauer Andreas und Jungfrau Stefanie den Termin im Gerichtsgebäude. Dort hätte das Dreigestirn als Zeuge aussagen sollen im Prozess gegen einen Autoknacker. Prinz Bauer und Jungfrau hatten im Mai 2016, spätabends nach einem Besuch in der Anwaltskanzlei des Festkomitee-Vizepräsident, in der Tiefgarage am Kaiser-Wilhelm-Ring den Autoknacker auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte den Wagen von Jungfrau Stefanie durchwühlt und ein Schlüsselmäppchen, eine Freisprechanlage, ein Autoradio und 15 Euro Bargeld eingesteckt. Das Trio hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Dass das Dreigestirn dennoch nicht vor Gericht erscheinen musste, hat es dem Amtsrichter zu verdanken. Der setzte auf ein Geständnis des Angeklagten, das auch prompt uneingeschränkt erfolgte. Wegen mindestens 6 weiterer Autoeinbrüche und Diebstähle in Supermärkten muss der 39-jährige Fliesenleger nach einem Rechtsgespräch 10 Monate ins Gefängnis.
diesen Vorfall, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, was Sie daran am bizarrsten finden soll, die Vorstellung einer Verfolgungsjagd, die von diesen drei Herrschaften in ihrer trachtähnlichen Ornat vorgenommen wird, oder eben die offensichtlich in Köln auch rechtschaffene und selbstverständliche Tatsache, dass ein Dreigestirn von der Zeugenpflicht vor Gericht freigesprochen wird, weil es eben sozusagen keine richtigen Herrscher sind, aber eben doch Befugnisse haben, die ein Oberbürgermeister beispielsweise nicht hätte, ist ein Vorfall, der implizit operettenmäßig ist, wie ich finde. Und warum das so ist, möchte ich Ihnen im Folgenden erklären. Die Operette ist eine, also wie gesagt, ein Genre, das in Verruf geraten ist, aber damit tut man ihm natürlich auch allein deswegen schon Unrecht, weil es wie alle Genres, alle Gattungen ein dynamisches Genre ist, das Entwicklungen durchläuft und das nicht in einem Begriff die Operette zu fassen ist, sondern das eben auch ganz unterschiedlichen historischen Konfigurationen folgt und es ist stärker als andere musikhistorische Genres mit einer sehr klaren Geburtsstunde identifizierbar. Das sind die Aufführungen der ersten Werke von Jacques Offenbach in den sogenannten Bouffes Parisiens in Paris der 1850er Jahre. Dort ist eben eine bestimmte Art des humoristischen, zuerst sehr klein besetzten Musiktheaters entstanden, die dann ausgesprochen erfolgreich geworden ist, über Paris hinaus Verbreitung gefunden hat, vor allem nach Wien, wo dann eben auch der Kontakt zu Komponisten wie Leha im späten 19. Jahrhundert entsteht und die sich vor allem da gar nicht so sehr erstmal durch eine besondere musikalische Gestaltung auszeichnet, sondern in erster Linie durch eine gewisse Illusionsvereinbarung und auch durch einen bestimmten, ja sozusagen thematischen, durch eine thematische Konfiguration. Es geht in der Operette, oder ich glaube, das muss ich noch kurz voranschalten, es gibt so ein triadisches, historisches Modell, das Sie immer wieder finden werden, wenn die Geschichte der Operette erklärt wird, mit den heute auch etwas abgeschmackt wirkenden Begriffen das goldene, das silberne und das bronzene Zeitalter. Kevin Clark, der in Berlin das Operetta Research Center leitet, hat jüngst sehr, wie ich fand, überzeugend herausgearbeitet, dass auch das eigentlich eine verschleppte ein verschleppter Sprachgebrauch aus der Zeit des Nationalsozialismus ist, wo man eben versucht hat, die Operetten, die in erster Linie von jüdischen Komponisten, jüdischen Librettisten erstellt worden sind, dadurch so ein bisschen zu brandmarken, indem man eine Idee einer goldenen Operette eingezogen hat. Also ich versuche auch diese Termini dementsprechend heute zu vermeiden, wollte sie ihn aber trotzdem nennen, weil sie eben sehr häufig vorkommen. Aber es gibt auf jeden Fall in der Geschichte der Operette auch die Vorstellung, sie ist ja in vielen, das ist ein klassisches Narrativ in Gattungsgeschichten, es gibt die Vorstellung davon, dass es sozusagen eine essentiellere, authentischere Urform gibt und ein Stadium des Verfalls, ein Stadium der Trivialwerdung dieses Genres. Und die lustige Witwe, darauf komme ich gleich, liegt eigentlich genau an dem Punkt des Umkippens. Deswegen ist sie beispielsweise auch für Karl Kraus ein großer Skandal und für andere Autoren, von denen Sie noch hören werden, eigentlich die Geburtsstunde einer modernen Operette. Ich möchte Sie aber kurz darüber informieren, was vorher geschieht. Die Frühgeschichte der Operette ist eben vor allem verbunden mit den Werken von Jacques Offenbach, gerade schon genannt, in denen es fast immer es gibt bestimmte Handlungskonfigurationen, Themenfelder, die immer wieder vorkommen in diesen Operetten und eigentlich, ich möchte die an vier Punkten vielleicht kurz erklären, was das Grundaxiom Operette ausmacht. Es sind fast immer Geschichten, in denen die unrühmliche Verbindung von Macht und Libido sich gegenübersteht. Also wir haben immer wieder das Problem von begehrenden Herrschern, von begehrenden Potentaten, die ihrer eigenen Lust nicht mehr Herr werden und sie versuchen hinter offiziellen Vorgängen zu verstecken. Wir sehen immer wieder sozusagen in die private Begehrensstruktur von mit Macht ausgestatteten Menschen. Macht ist in diesem Fall auch sehr häufig gleichbedeutend mit Geld. Das ist die Grundidee der lustigen Witwe. Werden wir gleich noch schon drüber sprechen. Ein Stück, in dem es ganz massiv darum geht, dass nicht mehr zu erkennen ist, welche Argumentation aus Liebe und welche aus Geldgier geführt wird.
Also wir sehen sehr häufig in den Operetten von Offenbach, und gleich habe ich ein Beispiel, das das zeigen wird, den die sozusagen das gesellschaftlich determinierte Bewusstsein in Kollision mit dem Begehren. Und wir beobachten den Mensch im Spannungsfeld von Pflicht und Vergnügen. Gleichzeitig allerdings sehen wir, wie vergnüglich Pflicht sein kann und wie verpflichtend manchmal auch Vergnügen sein kann. Das wäre sozusagen das thematische Moment, das wir sehr oft in der Operette beobachten können. Es gibt natürlich auch eine musikalische Topologie der Operette. Immer schon ist die Operette ein Genre, in dem sich populäre Tanzformen der Zeit oder Ausdruck, den man heute nicht mehr so benutzen würde, Gebrauchsmusik der Zeit aufgehoben findet, also Militärmusik, Märsche, Kirmesmusik, Zirkusmusik, Tänze, alles sozusagen soziale Musik. Es ist eine Form des Musiktheaters, die nicht einen Höhenpanass der Kompositionsgeschichte zu bedienen versucht, sondern eben ganz gezielt populäre Formen beinhaltet, die aber häufig auf gewisse Weise kompromittiert werden. Also sehr häufig, bei Offenbach zum Beispiel, das Beispiel werden Sie gleich sehen, geht es um Militärmusik, aber diese Militärmusik stimmt irgendwie nicht mehr. Es ist sozusagen Militärmusik mit Sollbruchstelle, Militärmusik, in der die nach außen hin noch einigermaßen intakt erscheint, aber sie ist immer etwas zu langsam oder sie dauert manchmal zu lang oder sie ist zu kurz oder sie ist zu schnell. Offenbach arbeitet ganz viel mit diesen eigentlich sehr vordergründigen Zuständen von Musik, dass eine Musik schnell, langsam, kurz, lang ist und übertreibt sie in ganz, ganz grotesker Form. Das werden Sie gleich sehen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus der Grand Duchesse du Gerolstein, einem bekannten Operette von Offenbach. Und das ist eigentlich das besondere, ja, sagen wir mal, weltanschauliche Moment der Operette, dass auch Karl Kraus, der bekennender, glühender Offenbach-Verehrer war und seine Operetten immer alleine am Tisch gesungen hat. Also Karl Kraus hat ja eine sehr interessante Aufführungspraxis für diese Stücke. Er hat sie mit einem Pianisten alleine am Tisch sitzend alle Rollen gesungen. Und der Moment, den Karl Kraus eben immer besonders hervorhebt, ist, dass die, und das ist, glaube ich, auch interessant für Lubitschs Lustige Witwe, dass die Operette gewissermaßen keine klare Partei nimmt, dass sie sich über die populären Formen von Musik einerseits lustig macht, aber andererseits auch anerkennt, was an ihnen das verbindende oder das eine soziale Einheit schaffende Moment ist. Also es ist eine ganz merkwürdige und mir eigentlich auch aus keiner anderen Kunstform oder keiner anderen Form des Musiktheaters bekannte Art der wechselseitigen Durchdringung von Identifikation und Distanz. Also man macht sich irgendwie drüber lustig, aber man weiß auch, man gehört dazu. Und damit zusammenhängend kann man eben auch eine sehr eigene Art der Illusionsvereinbarung sehen. Die Operette sitzt gewissermaßen nie voraus, dass wir als Zuschauer glauben, was auf der Bühne passiert, zumindest bei Offenbach nicht, sondern ganz oft sehen wir die Sänger wirklich als verkleidete Künstler. Also sehr häufig haben wir Momente, in denen ausgestiegen wird, in denen ganz klar damit mit der Illusion gespielt wird, darauf Bezug genommen wird, dass man sich ein Kostüm angezogen hat und die Antike, in die beispielsweise die schöne Helena spielt oder Orpheus in der Unterwelt, dass das eine vorgetäuschte Antike ist, die von Zeitgenossen aus dem Paris dieser Zeit dargeboten wird. Also das ist das Faszinierende daran, dass nie behauptet wird, dass es ein Genre ist, das überhaupt keine Realismusbehauptung in sich trägt, sondern das von Anfang an immer Illusion offenlegt und als solche exponiert, ohne dadurch irgendwie porös zu werden. Also es gehört ganz klar zur Poetik der Operette dazu, dass eben der Vorgang des Spielens aufgezeigt wird, dargestellt wird. Und ich möchte Ihnen das gerne zeigen an einem Beispiel, das ich mitgebracht habe aus einer Inszenierung von Offenbachs Grand Duchesse du Gerolstein. Schon ein Titel, der merkwürdig ist. Also Gerolstein ist, kennen Sie möglicherweise wegen dem Sprudelwasser, ist ein kleiner Ort in der Eifel. Und es gibt auch eine Entstehungsgeschichte zu dieser
zu diesem Titel. Angeblich hat Offenbach tatsächlich nach demjenigen Ort gesucht, der für sein Befinden das implizit Hierarchische, das in einem Wort wie Grand Duchesse drinsteckt, sofort relativiert. Und die Grand Duchesse, Geroldstein ist auch ein Kaff, also da fahren sie durch, wenn sie mit dem Regionalexpress von Köln nach Trier fahren. Und das ist wirklich nicht der Rede wert. Aber natürlich, die Grande Chasse Geroldstein ist eben eine von Offenbachs großen Operetten aus den 1860er Jahren. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist das sogenannte Couplet du Sabre. Es geht um den Säbel des Vaters der singenden Grande Duchesse, die sie in einer, wie ich finde, fabelhaften Darstellung von Felicity Lott gleich sehen werden. Und es gibt eine englische Untertitelung. Und ich finde, an diesem Beispiel kann man eigentlich sehr gut sehen, wie einerseits das Protokoll des Systems Militärmusik bedient wird und sie auf der anderen Seite beobachten können, wie viel Kraft es die Protagonisten kostet, dieses Protokoll aufrechtzuerhalten. Also es wird tatsächlich als ein Protokoll gezeigt und markiert. Vielleicht können wir das gerade schauen. Vielen Dank. Ich habe vergessen, Ihnen mitzuteilen, die Vorgeschichte ist natürlich, dass die Großherzogin den Füsilier Fritz, den Sie hier neben ihr gesehen haben, aufgrund einer spontanen erotischen Anziehung innerhalb von einer ganz kurzen Szene Schützen zum Feldwebel, zum Oberstleutnant, zum General befördert und ihm dann eben sozusagen als höchste Weihe den Säbel ihres Vaters überreicht. Und ich denke, Sie können, das ist Ihnen aber sicherlich trotzdem klar geworden, gerade auch bei dieser Stelle in der zweiten Strophe, wo sie eben kurz die Kontenance verliert, sagt, jetzt hätte ich fast eine, je dirais une énormité, ich war kurz davor etwas Ungebührliches zu sagen, kann man, wie ich finde, sehr gut sehen, wie hier der Konflikt zwischen diesem, auch von der Musik, die ja sehr gradtaktig, sehr rund, sehr, sehr quadratisch ist, gebaut ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Wunsch nach Ausstieg, Leistung, die dieser Person abverlangt wird, diese Korsett aufrechtzuerhalten. Ich denke, das konnte man sehr gut sehen. Und natürlich entsteht auch der frivole Scherz dieses Couplets daraus, dass der phallische Unterton des Objektes, das dort im Mittelpunkt steht, kaum von der Hand zu weisen ist. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Die Musik von Offenbach bietet etliche, nur dass Sie ungefähr wissen, das ist sozusagen wäre jetzt nach meiner Idee der Modus, der Darstellungsmodus der klassischen Operette, klassisch bitte immer in Anführungsstrichen. Und wie ich Ihnen eben schon sagte, die lustige Witwe von Franz Lehár, uraufgeführt im musikgeschichtlichen Schicksalsjahr 1905, dem Jahr, in dem auch Richard Strauss' Salome uraufgeführt worden ist, ich glaube, 21 Tage früher, das ist eine sehr, sehr interessante und kuriose musikgeschichtliche Parallele. Diese lustige Witwe ist eben das Werk, von dem die eine Partei behauptet, sie hat sozusagen diesem Geist, diesem etwas gleichermaßen anarchischen wie bestätigenden Geist der Operette gegenüber Obrigkeiten den Garaus gemacht, während eine andere Partei der Ansicht ist, dass diese Art der Darstellung in der lustigen Witwe eben auf eine neue, modernere Ebene gehoben wird. Und tatsächlich hat man an der lustigen Witwe, zu der es ein umfangreiches Schrifttum gibt, es gibt vor allem auch wahnsinnig viele Rezensionen, es ist alles ungeheuer gut dokumentiert und das Adjektiv, das sich durch die Rezension der Uraufführung im Theater an der Wien 1905 wie ein gebetsmühlenartig durchzieht, ist das Wort modern. Überall wird davon gesprochen, dass es endlich eine moderne Operette gibt. Was genau ist damit gemeint? Es ist eine Operette, die, und das ist sehr, sehr interessant, schon am Anfang der Partitur die Benennung hat Zeit-Gegenwart.
Das ist ungewöhnlich. Es gibt eine einzige Operette von Offenbach, in der das auch der Fall ist. Die ist auch sehr ungewöhnlich und wird dementsprechend immer wieder so als eine Art Vorläuferwerk reklamiert, Pariser Leben. Sonst hat Offenbach eben in der Tat hauptsächlich mythische Stoffe veralbert, ungefähr, also historisch immer zurückliegende Stoffe, aber er hat sich nur einmal tatsächlich der Gegenwart zugewendet. Die Lustige Witte spielt zur Zeit ihrer Entstehung. Und es gibt einen berühmten Text von Felix Salten, dem Schriftsteller, dem wir auch den Text Bambi zu verdanken haben, der als Reaktion auf die Uraufführung von Der lustigen Witwe ein Essay geschrieben hat mit dem Titel Die neue Operette, in dem es heißt: Alles, was so in unseren Tagen mitschwingt und mitsummt, was wir lesen, schreiben, denken, plaudern und was für neue, moderne Kleider unsere Empfindungen tragen, das tönt in dieser Operette, klingt in ihr an. Leha trifft den Zeitton unbewusst. In ihr schäumen und stäuben 10.000 kleine Echtheiten von heute. Er ist von 1906, also er, Leha, ist von 1906, von jetzt, von heute, gibt den Takt an zu unseren Schritten. Und es ist eine verbriefte Anekdote, die sehr häufig auch in der Rezeption auftaucht, dass Leha und sein Librettist Victor Leon, also Victor Leon und Leo Stein sind die beiden Librettisten der lustigen Witwe, die Absprachen zwischen Komposition und Libretto unter anderem am Telefon besprochen haben. Das wird sehr häufig ins Feld geführt, um zu zeigen, dass es eben ein modernes Stück ist, plus die lustige Witwe ist vielleicht das erste Stück im Gattungssystem Operette, das tatsächlich eine weltweite internationale Verbreitung gefunden hat. Das ist erstaunlich. Zuvor hatte man eben immer war Operette eigentlich eher eine milieugebundene Gattung, ein lokales Phänomen, für das es zwar irgendwie eine relativ große Achse gibt zwischen Paris und Wien mit gelegentlichen Ausläufern in Badeorte wie Bad Ems, wo sowas auch gerne gespielt wurde. Aber die lustige Witwe ist eben tatsächlich das erste Stück in dieser Gattung, das tatsächlich das zu Weltruhm gelangt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe das auch noch nie wirklich erforscht, aber das ist bis in die USA, Japan, China und bis in die Kolonialgeschichte hinein ein Stück, das eben wirklich in Afrika und Indien als im Kolonialisierungsprozess eingesetzt worden ist. Das müsste man näher untersuchen. Die Verbreitung ist auf jeden Fall ungeheuer weitläufig. Und wie es ja immer ist bei solchen kulturellen Erscheinungen. Gerade das wird eben von manchen als Ausverkauf, als Sellout empfunden. Für andere ist genau das der Moment, wo die Operette eigentlich zu sich kommt und zu einer Gattung mit weltweiter Strahlkraft wirkt. Genau, also man hat einerseits diesen Aktualitätsschub sehr gefeiert, auf der anderen Seite hat man immer wieder gesagt, die Lustige Witwe ist ein Werk, das diese Doppelbödigkeit, diese frivole, anzügliche Doppelbödigkeit der Offenbach-Operetten aufkündigt und in der Walzer-Orgie erstickt. Das glaube ich nicht. Das möchte ich Ihnen hier zeigen. Ich glaube, es ist ein hochgradig frivoles, anrüchiges Werk. Es ist wirklich eigentlich eine Partitur der Anzüglichkeiten. Und es gibt auch einen Link zu Offenbach, den ich sehr interessant finde, nämlich die Vorlage für das Stück ist das Libretto, die Vorlage für das Libretto ist das Stück L'Attaché d'Ambassade von Henri Maillac, 1861 in Paris uraufgeführt. Maillac war einer der beiden wirkmächtigsten, am häufigsten arbeitenden Librettisten für Offenbach. Also es gibt über die Geschichte gewissermaßen einen Link in diese historische Epoche. Es gibt ja etliche Verfilmungen der lustigen Witwe, die auch sehr häufig stark modifiziert worden sind. Also gerade auch die Stummfilmfassung von Erich von Stroheim 1925, deren Anfang man sich anguckt und denkt, wo sind da die lustige Witwe? So eine vollkommen andere Geschichte. Es gibt eigentlich ich glaube, der Grund, weswegen dieses Stück so unheimlich gut zu bearbeiten ist, weil das Grundproblem der Handlung eigentlich ziemlich klar ist. Nämlich es geht um die Tatsache, dass diese steinreiche Witwe irgendwie wieder für den Balkan-Kleinstaat, der in jeder Bearbeitung anders heißt, bei Lubitsch ist es Maschovia, wie auch in der englischen Übersetzung der,
der lustigen Witwe, im Original ist es Pontevedro, dass die Millionen dieser steinreichen Witwe, Hanna Glavary, so heißt sie bei Le Havre, eben wieder ins Land zurückgeholt werden müssen, dass die Gefahr besteht, dass sie das Land über die Hälfte seines Kapitals verliert durch eine Hochzeit mit einem Franzosen, gleichzeitig aber eben dem Wunsch dieser Dame nach erotischem Genuss, Ausschweifung und all dem, was man eben zu dieser Zeit mit der Chiffre Paris assoziiert, Einhalt geboten werden muss und dass dazu eben ein etwas gutgläubiger, freundlicher Luftikus losgeschickt wird, der erstaunlicherweise immer Danilo heißt, glaube ich zumindest, das bleibt relativ konstant. Dieses Handlungsgerüst findet sich überall wieder und in allen Bearbeitungen ist dementsprechend sozusagen die Unentscheidbarkeit, die kommunikative Unentscheidbarkeit darüber, ob Geld oder Liebe letzten Endes der Antrieb für eine bestimmte Handlung ist, der Nexus, aus dem heraus die Probleme und die Komik dieses der jeweiligen Bearbeitung eben heraus entstehen. Also wir haben immer wieder dieses Problem von Geld versus Emotionen, Ökonomie versus aufrichtiges Fühlen. Und es ist dementsprechend, also Sie ahnen schon, dass dieser Problemkomplex natürlich nicht weit ist. Es ist natürlich auch in gewisser Weise ein Stück über Prostitution. Also wir haben in der Lustigen Witwe einen Grisettenchor, der im dritten Akt auftritt. Und wir haben den dauerhaften Wunsch der eigentlich beiden weiblichen Protagonistinnen, also sowohl von Hanna Glavary als auch von Valenciennes, der Frau des pontevedrinischen Botschafters, zu diesen Grisetten zu gehören. Es kommt auch bei Lubitsch vor, also der Wunsch von der Sonja, die von Anfang an ja als eine Figur, die allein ist, eingeführt wird. Wir sehen sie am Anfang allein eben in dieser Terrassenszene. Es gibt immer wieder diesen Wunsch, zu einem großen Kollektiv zu gehören. Sie stellt sich in Paris dann eben als Fifi vor. Die Prostituierten im Maxim sind identitätslos. Also das sind Figuren, die heißen alle Lolo, Clo-Clo, Juju und so weiter. Das kommt auch schon bei Le Havre vor. Und gerade eben diese Verschränkung der Problematik, Käuflichkeit, Liebe, Ehrlichkeit und dergleichen wird ihm auch in dieses merkwürdige und sagenumwobene Maxim, von dem immer wieder die Rede ist, innerhalb von der Lustigen Witwe hineingespiegelt. Stefan Frey hat Kollege, der eine sehr umfangreiche Leha-Biografie geschrieben hat, hat dementsprechend eben auch die Grundidee der Lustigen Witwe auf einen Merksatz gebracht. Ungeniert werden angesichts kapitalistischer Notwendigkeit alle bürgerlichen Moralbegriffe vorerst verabschiedet. Nicht mehr die Gesellschaft verhindert die Liebe, sondern die Liebenden selbst. Es gibt dazu auch noch einen Nebenstrang, der kommt auch vor in Lubitschs Verfilmung, nämlich das Problem um die ganze Problematik Ehebruch. Man merkt auch, dass tatsächlich der ganze Problemkomplex Scheidung, die Scheidung war seit 1875, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland und Österreich legal, immer noch etwas ist, was unglaublich viel und ausgiebig besungen und besprochen wird in diesem Stück. Tatsächlich ist am Schluss auch der Gedanke einer Scheidung dass der Plotpoint, der alles zum Umkippen bringt. Aber es geht auch um die Möglichkeit des Ehebruchs, die in dem zweiten Paar in Lehas Lustiger Witwe eben die Gattin des Botschafters Valenciennes und ihr Liebhaber Camille durchgespielt wird. In der Lubitsch-Verfilmung ist sie nicht mehr ganz so stark, aber sie ist auf jeden Fall in dem Verhältnis des Königs von Marchovia und seiner Gattin auch präsent. Also es ist gewissermaßen auch ein Panoptikum der als unsittlich verstandenen Reize dieser Zeit. Es kommt alles vor und wird in dieser Operette eben auf gewisse Weise durchgespielt. Und was das Interessante ist, und da finde ich, geht sie eben über das hinaus, was viele andere Stücke dieser Zeit leisten, die Figuren können diese Ebenen selber oft nicht mehr auseinanderhalten.
Und das macht die Anlage dieses Stücks eigentlich sehr interessant. Und ich möchte Ihnen dazu ganz kurz einen Dialog aus der Lustigen Witwe vorspielen. Denn, wie gesagt, das Maxim ist sozusagen der immer wieder beschworene Wunschort, offensichtlich ein Bordell. Das wird natürlich nicht so ausgesprochen, aber wir werden gleich auch nochmal das berühmte Maxim-Lied hören. Aber eben ein Ort der folgenlosen, erotischen Annäherung und Ausschweifung. Und angeblich, weil es nicht statthaft gewesen wäre, 1905 ein solches Etablissement auf die Bühne zu bringen, greift Lehár zu einer sehr merkwürdigen und ungewöhnlichen Entscheidung. Nämlich, er lässt im dritten Akt einfach das Maxim in der pontevedrinischen Botschaft, in der der Rest dieser Operette spielt, nachbauen. Also die Figuren treffen sich gewissermaßen zu einem Maskenball, bei dem sie sich ein Maxim selber erzeugen. Und die, entschuldigen Sie, ich muss ganz kurz nachgucken, die, Szenenanweisung dafür ist außerordentlich interessant. Pardon. Dritter Akt, kurze Bühne, abgeschlossen von der Hinterbühne durch einen Gobelin. Links und rechts eine Karyatide im modernsten Sinn, nämlich je eine Dame in modernster Toilette, die in koketter Haltung den Saal zu stützen scheint. Das ist die Szenenanweisung dafür. Also eine kokette Dame, die den Saal nicht stützt, sondern ihn zu stützen scheint. Das ist schon irgendwie sehr merkwürdig. Und dort spielt sich dann der folgende Dialog zwischen dem pontevedrinischen Botschafter Mirko Zeta und seinem Diener Njegus ab. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiger Dialog. Ne? Der Botschafter fragt, wo sind die versprochenen Grisetten? Und der Diener sagt, die verführerischen Klänge erklingen aus dem Kabarett der Grisetten, das ich hier im Palais der Frau Glavary mit Verlaub imitiert habe. Daraufhin fragt der Botschafter, imitiert keine echten Grisetten? Und der Diener sagt, doch, alle echt, auch Frau Baronin. Worauf der Botschafter fragt, meine Frau? Und der Diener sagt, sie tut natürlich nur so. Also wie Sie sehen, mit jedem Satz eine andere Zuschreibung, die immer wieder versucht zu vermeiden, klarzustellen, worum es hier eigentlich geht. Und ich glaube, dass es eigentlich die Grundidee der Lustigen Witwe ist, dass in dieser Art der Kommunikation niemand mehr restlos durchblickt. Sie können die Geschichte der Lustigen Witwe, also die Handlung, nicht die Rezeptionsgeschichte, sondern die Handlung der Lustigen Witwe, genau daraufhin untersuchen. Es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Modi des Sprechens, den übertragenden den sozusagen anzüglich übertragenen und den realistisch-ökonomischen. Und es ist sehr interessant, weil wenn die Lustige Witwe auftritt, Hannah Glavary, gibt sie genau dieses Problem in ihrer Auftrittsarie schon preis. Und das möchte ich Ihnen auch kurz vorspielen. Die erste Szene, in der Hannah Glavary auftritt, und die ist eigentlich schon ein völliges Kommunikationsfiasko. Es ist auch bezeichnend, dass sie eben damit anfängt, dass der Botschafter als erstes sagt, was hat das zu bedeuten? Der Diener, der offensichtlich die Figur ist, die sozusagen den Shift zwischen den unterschiedlichen Kommunikationsebenen am ehesten herstellt, sagt die Millionenexzellenz. Und dann tritt Hannah Glavary auf und sie singt eben als erstes, also sie wird natürlich gehuldigt von den Herren auf diesem Ball, sie sind der Sterne, schönster Stern, auch eine relativ abgeschmackte Metapher aus Absicht, wie ich annehme. Und dann singt sie, hab in Paris mich noch nicht ganz so akklimatisiert, dass dieser süße Firlefanz von mir verstanden wird. Bin noch Pontevedrinerin ein bisschen allzu sehr, ja, wäre ich schon Pariserin, verstünd ich etwas mehr. Und dann singt sie, die Herren sind liebenswürdig sehr, gilt das meiner Person? Ich fürchte, das gilt mehr meiner vielfachen Million. Und dann bezeichnenderweise alle Herren, so steht es in der Partitur, O, 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 O. Also
Mir fällt überhaupt nichts mehr darauf ein. Und dann singt Hannah Glavory weiter, ach, tun Sie doch nicht so. Gar oft habe ich es gehört, wir Witwen, ach, wir sind begehrt. Ja, wenn wir armen Witwen reich sind, ja, dann haben wir doppelten Wert. Und dann singen zwei der um sie werbenden Männer, Cascada und Sam Brioche, wir sind tief gekränkt, dass man von uns denkt, Geld hätte nur Wert. Und zur gleichen Zeit, deswegen konnte man es eben nicht so verstehen, singen die Herren des Chores, sie hat richtig gehört, Witwen, die reich sind, sehr begehrt. Also Sie merken, das ist ständig diese beiden Ebenen von Kommunikation, die sich überlagern. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass am Anfang ist es eben die lustige Witwe selber, die nicht klar versteht, wie wird gerade kommuniziert. Aber am Schluss, und das ist interessant, weil es eigentlich die Geschichte ihrer Initiation in diese Art des Sprechens, am Schluss ist es Prinz Danilo, der eben als Gegenfigur zu ihr eingeführt wird und sie verführen soll, der in einer ganz entscheidenden Szene, nämlich am Ende des zweiten Aktes, sie nicht richtig versteht und denkt, sie habe tatsächlich sie deckt eigentlich nur die Frau des Botschafters, die eben dieses Verhältnis mit dem jüngeren Mann hat und das versteht er nicht und dann singt er an einer ganz bezeichnenden Stelle auch, das habe ich jetzt gerade nicht mehr wörtlich parat, aber an einer ganz bezeichnenden Stelle singt er, ich verschwinde ins Maxim, denn sinngemäß, denn das, was hier passiert, macht mir Angst. Also es ist sehr interessant. Man merkt, wie die unterschiedlichen, man merkt die Unsicherheiten der Figuren in der Modulation dieser unterschiedlichen Ebenen des Unterhaltens. Und ich möchte Sie nur noch kurz darauf hinweisen, jetzt, ich kann den Musikwissenschaftler in mir natürlich nicht ganz verstecken. Ich glaube, das ist auch mit einer, das wird auch musikalisch in der Partitur ausgedrückt. Die Figuren singen immer. Sie haben das ja auch gerade schon gehört, es gibt Partien, in denen man die Sänger sehr gut versteht und dann gibt es andere Partien, versteht man sie überhaupt nicht, weil die Gesangslinie mit anderen Gesangslinien verwoben ist, weil das Orchester so arrangiert ist, dass man die Sänger eben nicht versteht. Ich glaube, vieles davon ist relativ kalkuliert. Und die Stellen, an denen die Figuren in dieser Operette sozusagen gerade singen, also viertaktig, periodisch, in Phrasen, die aufeinander bezogen sind, eine Phrase, die öffnet, die andere, die abschließt, also ganz klassische Mechanismen, denen musikalisch Zusammenhang, Äquivalenz, Gleichgewicht erstellt wird. Diese Momente, in denen das passiert, sind innerhalb der lustigen Witwenpartitur merkwürdigerweise immer Momente entweder der Verkennung oder des Wunschtraums. Und natürlich, einige Lieder sind Ihnen sicherlich auch bekannt, Lippenschweigen, Flüstern Geigen, das Vilia-Lied, es gibt ja so verschiedene Einlagelieder, in denen die Figuren eben auch über Stellvertreter miteinander kommunizieren. Es waren zwei Königskinder, das ist auch ganz interessant. Man hat den Eindruck, eigentlich die Musik ist nur noch dann intakt, wenn über andere, wenn über Dritte gesungen wird, wenn das Märchenbeispiel herhalten muss, um die eigene Musik zu spiegeln. Aber wenn es eben um den gewissermaßen ökonomischen Diskurs geht, wenn verhandelt wird, wie viel ist Liebe wert, wenn die Trennschärfe zwischen Ökonomie und Liebe nicht mehr erkennbar ist, ist es ganz häufig eine musikalische Anlage, die diese Regelmäßigkeit nicht mehr hat, also in der sie verschiedene Stimmen hören, überfordert werden und eben im Opernhaus auch die Übertitel brauchen oder hier das Textheft, um folgen zu können, was überhaupt passiert. Genau, wollte ich noch kurz festhalten, bevor ich jetzt mit ein paar Worten zur lustigen Witwe von Lubitsch komme. Es ist, das hat Marc Siegel eben angemerkt, eigentlich das letzte Filmmusical von Lubitsch und es ist ein Film mit einer stürmischen Entstehungsgeschichte, die ich nur ganz kurz andeuten will. Es gibt eben auch durch den bereits existenten Stummfilm von Stroheim gewisse Begehrlichkeiten von seiner Seite. Er reklamiert den Stoff für sich. Es ist natürlich ein Stoff, der mit Aufkommen des Tonfilms auf einmal hochgradig attraktiv wird. Es gibt schon sehr früh Gerüchte über eine Verfilmung. Es gibt mehrere folgenreiche Umbesetzungen. Man wollte nicht wieder das gleiche Trio, das aus Love Parade bereits bekannt ist, also Jeanette MacDonald, Maurice Chevalier und Lubitsch, nicht noch einmal besetzen. Dann hat man zuerst Ramon Navarro als
Danilo vorgesehen, der allerdings offensichtlich nicht gut genug singen konnte. Mit Sidney Franklin war ein anderer Regisseur im Gespräch, weil Lubitsch bei Paramount eben schon so viele Musikfilme gedreht hatte. Und als dann letzten Endes Jeanette MacDonald und er gewonnen waren, hat sich Maurice Chevalier quergestellt, der eigentlich keine naiven, leichtlebigen Prinzen mehr spielen wollte. Und eine Opernsängerin, Grace Moore, die zu dieser Zeit ebenfalls viele Filme gedreht hat, als Sonja, also von jetzt an sage ich Sonja, wenn es um die Hauptfigur geht, weil sie im Film natürlich so heißt, haben wollte. Es gibt Zerwürfnisse, also das Verhältnis zwischen Lubitsch und Maurice Chevalier ist durch den Dreh der Mary Widow offensichtlich nachhaltig belastet gewesen. Und es ist eben der sein letzter Film auch vor dem neuen Production Code, weswegen man, und das ist vor allem in dem Buch von William Paul der Fall, ihm auch eine konservativere Grundausrichtung nachgesagt hat, was meines Erachtens zu debattieren ist. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt der Fall. Lubitsch hat in vielen Filmen schon vor Mary Widow auf Operettenvorlagen zurückgegriffen. Das Fidele Gefängnis von 1917 ist eine Fledermaus-Paraphrase. Die Austernprinzessin, Madame du Barry, die Puppe, allesamt Filme, die Stummfilme, die sich auf Operettenvorlagen beziehen. Die Bergkatze ist von 1921 ein Film, der Offenbachs Banditen zur Vorlage hat und mit der Operette Der tapfere Soldat von Oskar Strauß überlagert. So dass es gibt eben eine lange Operettentradition bei Lubitsch. Und deswegen, also nicht zuletzt auch deswegen, ist Mary Widow in der Kritik häufig als ein Film gehandelt worden, an dem sich ablesen ließe, also in der zeitgenössischen Kritik, dass Lubitsch nicht mehr aktuell Cutting Edge ist, sondern eigentlich einer veralteten Form des Musikfilms einer veralteten Form des Musikfilms anhängt, die doch eigentlich längst abgelöst wird durch die großen Tin Pan Alley Shows im Stile von Busby Berkeley oder die Filme mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Also es ist ein Film, der schon von Anfang an als nostalgisch, als ein bisschen rückwärtsgewandt verstanden wird. Und vor allem in der Studie von William Paul wird das gewissermaßen als eine Vorbereitung des MGM Production Code verstanden. Er begreift diesen Film eigentlich als eine entsexualisierte Fassung der lustigen Witwe, beziehungsweise, also entsexualisiert wäre ein falscher Begriff, denn tatsächlich, habe ich ja eben schon mal angedeutet, sehen wir Maurice Chevalier als Danilo eben in diesem Fall sehr oft im ganz klar erotischen Umgang mit den Damen des Maxim. Aber es ist eben ein Film, der letzten Endes dieses Ungleichgewicht zwischen Unordnung, Maschovia, auf der einen Seite und einerseits einer Ordnung, die aber eben auch libidinös untermauert ist in Paris, dahingehend entscheidet, dass am Ende die Figuren heiraten. Und es gibt ja das berühmte Zitat, das zweimal im Film auftritt, das Danilo einmal in der Gerichtsverhandlung sagt und dann noch einmal in der Schlussszene. In der Gerichtsverhandlung verteidigt er ja sein angebliches Scheitern in der diplomatischen Mission, die lustige Witwe zu heiraten, mit den Worten: "Any man who can dance through life with hundreds of women and is willing to walk through life with one should be hanged." Also ein sehr drastisches Votum für die offene Liebe. Und im letzten Bild des Films ändert er seine Meinung und spricht diesen Satz in Anwesenheit von Jeanette MacDonald in einem entscheidend geänderten Wort, "Any man who can dance through life with hundreds of women and is willing to," also sie zitiert ihn, pardon, "and is willing to walk through life with one should," und dann schaut er sie verträumt an und sagt, "should be married." Und da ist natürlich sehr häufig ein Urteil über Lubitsch gesprochen worden, dass er letzten Endes doch die Möglichkeiten, die diese ganze Geschichte bietet, um ungewöhnliche, heute würde man vielleicht sagen, polyamore Lebensweisen zu propagieren, dadurch an die Wand fährt, dass er eben zum Schluss
das hohe Lied der Gattenliebe, wie man in Bezug auf Beethovens Fidelio immer wieder sagt, singt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass diese Szene, und das halte ich für signifikant, in einem Gefängnis stattfindet. Also diese Verlobung, die Eheschließung findet statt, beobachtet von allen Offiziellen des Staates Marschowia, die vor der Tür stehen und darauf warten, dass es endlich das Ja-Wort kommt, damit das Geld wieder zurück ins Land kommt, findet diese Hochzeit in einem Kerker statt. Und das ist natürlich andererseits auch wieder eine sehr, sehr kritische, ungewöhnliche oder sagen wir mal progressiv kritischer Blick auf das Phänomen Ehe. Bemerkenswert und ungewöhnlich ist, dass Die lustige Witwe von Lubitsch ein Operettenfilm ist, in dem ab der Hälfte des Films nicht mehr gesungen wird. Ein Umstand, der vielleicht einige von Ihnen, die Schwierigkeiten mit der Partitur von Lea haben, freut. Tatsächlich ist der, aber das ist ganz merkwürdig, weil im ersten Teil des Films sehen wir die Figuren relativ häufig singt und es gibt eine Bezeichnung, Entschuldigung, es tut mir leid, ich werde jetzt einen Witz verraten, aber das liegt leider in der Natur von diesen Vorträgen wahrscheinlich drin. In einer der ersten Gesangsszenen, es ist ganz bemerkenswert, sehen Sie, wie Jeanette MacDonald das Vilia-Lied singt, also eine der bekanntesten Nummern aus der lustigen Witwe, und es ist ganz gezielt als intradiegetische Musik inszeniert. Also Sie sehen, sie steht auf der Terrasse und singt das und die Bauernkapelle in der Kneipe nebenan bemerkt es, dreht sich um und hört ihr verzaubert zu. Und dann hören sie die Männerstimme von irgendwo weit her und im nächsten Moment sehen sie, und sie denken natürlich, ah, jetzt antwortet Danilo und es kommt zum Zwiegespräch, und im nächsten Moment sehen sie, wie sein Diener singt und Danilo daneben steht und faul dirigiert. Und da merken sie schon, dass offensichtlich, also dass irgendwas auch brüchig geworden ist an dieser Art, selbstverständlich Figuren singen zu lassen innerhalb des Films. Das ist ja ein Thema, das damals schon sehr eingehend diskutiert wird, auch beispielsweise von Rudolf Arnheim in Film als Kunst, wo es um den Operettenfilm geht und wo er sagt, vielleicht werden wir irgendwann auch mal Filme sehen, wo es natürlich ist, dass Menschen singen. Also dieses alte, auch in der Oper immer wieder anzutreffende Problem, dass Menschen auf einmal zu singen anfangen, ist eines, das sich auch im frühen Film stellt. In der Operette natürlich nicht so sehr, weil da ist sowieso, deswegen habe ich ja eben auch über diese andere Illusionsvereinbarung gesprochen, da ist ohnehin die Idee, dass alles unwahrscheinlich ist und die Darsteller sich selber als Spieler zu erkennen geben, natürlich auch eine Möglichkeit, um den Gesang auf der Bühne zu legitimieren. Und das ist sehr interessant, weil in Lubitsch lustiger Witwe wird eben der Gesang irgendwann im Laufe des Films ausgesetzt, kommt immer weniger vor. Man sieht übrigens Jeanette MacDonald und Maurice Chevalier auch nie, ich glaube, sie singen nie zusammen. Also es ist auch nicht mehr so, dass Musik das Medium ist, das, weil es sprachlos funktioniert, das Liebespaar schlussendlich jenseits der kommunikativen Missverstände zueinander bringt. So ist es noch in der Operette, in der lustigen Witwe, wo eben das Duett, das sie singen, wenn sie letzten Endes zueinander gefunden haben, ja auch bezeichnenderweise den Titel trägt, Lippen schweigen, flüstern Geigen. Also wo sie ein Lied singen, in dem es darum geht, dass die Musik eine höhere Ausdruckskommunikationskraft hat als das Wort. Und dieser Moment ist sozusagen in Lubitschs Filmversion der lustigen Witwe nicht mehr enthalten. Da kann man höchstens davon sprechen, dass es so eine Phasenverschiebung gibt von vom Gesang hin zum Tanz. Das ist ein Film, in dem ab der Hälfte immer mehr getanzt wird. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo man eben sehen kann, dass sich Lubitsch selbstbewusst an eine Art Schwelle vom Gesangs zum Tanzfilm hin positioniert, weil der Tanz auf einmal das ist, was die beiden Figuren zusammenbringt. Die Musik ist offensichtlich nicht mehr imstande, das zu zeigen. Der Tanz ist imstande, aber der Tanz ist eben auch, und da ist Lubitsch wieder ein alter Skeptiker, der Tanz ist eben auch ein zwiespältiges, ein merkwürdiges, ein brüchiges Medium. Und es gibt eine berühmte Tanzszene aus der lustigen Witwe,
in der wir immer wieder nur sehen, wie das Paar, wie das tanzende Protagonistenpaar Danilo und Sonja aufgesogen wird von einer großen tanzenden Menge. In mehreren Variationen. Immer erst die beiden allein im Saal und dann eine große tanzende Menge, die sie umschließt. Irgendwann erkennen wir sie gar nicht mehr und es ist auch bezeichnend. Es ist auch wieder ein Moment, den William Paul herausgearbeitet hat. Der Film arbeitet ja mit einer sehr starken Schwarz-Weiß-Symbolik. Also es gibt diese tolle Szene, wo die Kleidung von Sonja ist immer je nach, in der Trauerphase ist sie natürlich schwarz, in der ersten Szene sieht man sie gar nicht, weil sie diesen Schleier trägt. Und in dem Moment, wo sie sich dafür entscheidet, nach Paris aufzubrechen, wird ja alles weiß in diesem Film. Also diese Farbsymbolik ist sehr, sehr deutlich und gerade eben auch in der enthält ein skeptisches Moment darin, dass diese Tanzmontage am Schluss schwarz wird. Also wir sehen am Anfang weiße tanzende Figuren, am Schluss schwarze tanzende Figuren. Und deswegen würde ich zum Schluss sagen, dass Die lustige Witwe eben ein Film ist, in dem ja, Lubitsch eine Art kritische Selbstdiagnose trifft, indem er sich selbst an dieser Schwelle vom Operetten zum Revue-Film positioniert, Tanz nicht nur als befreiendes, sondern eben auch als reglementierendes Moment zeigt, in dem die Individualität der Protagonisten verschwindet. Und damit ist die lustige Witwe auch gewissermaßen ein Abgesang auf das Genre der Filmoperette, das eben, wie diese Szene, die ich eben geschildert habe, in der er den Diener singen lässt, noch ein viel stärkere Möglichkeiten bietet zum anti-illusionistischen Erzählen, zum anti-illusionistischen Umgang mit der Musik, wie wir es aus der Vorlage, aus der Operette kennen und die Zuständigkeit abgibt an den Tanzfilm, in dem eine andere Art von Umgang mit der Musik im Vordergrund steht, die dieses anti-illusionistische Potenzial vielleicht nicht mehr hat. Also für mich wäre Die lustige Witwe der Film, mit dem sich Lubitsch ganz selbstbewusst vom Genre verabschiedet, gewissermaßen an Bugsy Berkeley übergibt und der Filmoperette mit einer letztmaligen Beschwörung dessen, was an ihr operettenhaft ist, gleichzeitig auch ihr eigenes Grab schaufelt. Das, meine Damen und Herren, wäre meine etwas pessimistische Einschätzung dieses Films, die aber ja auch beinhaltet, dass man vor dieser Grablegung noch einmal den letzten Tanz mit besonderem Einsatz und Vergnügen durchführen kann. Herzlichen Dank. René, vielleicht fangen wir schon an. Es gibt so viel, was mir dann einfällt, aber ich gehe zuerst auf einen Unterschied, was du gemacht hast. Weil ich habe das angeführt, vielleicht ein bisschen platt, filmwissenschaftlich, ich weiß nicht, ob es so fachspezifisch war, aber einfach so diese 6 Musicals, die er gemacht hat. Und du hast zu Recht dann darauf hingewiesen, dass vielleicht man einen Unterschied machen sollte zwischen Operette und Musical. Kannst du das erläutern bezüglich Film, so ein Filmmusical, ein Filmoperette? Und ist das, was wir dort gesehen haben? Ist es Filmmusical, Filmoperette oder vielleicht doch was anderes? Also ich würde ja sagen, es ist ein Film, der gewissermaßen auf der Grenze zwischen beidem spielt und insofern gibt es sicherlich auch eine Schnittmenge mit dem Film Musical, aber mir ist gerade jetzt auch beim Sehen nochmal aufgefallen, wie viele operettenhafte Momente der Film doch noch enthält. Eben gerade auch in der darin, dass immer wieder mit der Illusion gespielt wird und dazu hat Film natürlich die Möglichkeit, immer wieder dieses Illusionsmittel Musik zu hinterfragen, beziehungsweise zu exponieren. Den einen Moment davon habe ich ja eben schon genannt, ganz am Anfang, die Szene, in der man eben sieht, wie die
Musik erzeugt wird, wo man den, wo der Diener singt und natürlich irgendwie die Illusion, dass es Danilo sein könnte, dadurch gebrochen wird. Und jetzt gerade am Schluss, das hatte ich nicht mehr ganz präsent, ist mir noch aufgefallen, dass ja auch wieder diese Bauernkapelle ins Gefängnis geholt wird, um die Musik in der Szene zu legitimieren. Also es gibt immer diesen Moment, dass der Einsatz von Musik, der vielleicht im Filmmusical viel selbstverständlicher ist, weil er gewissermaßen zum Rahmen gehört, in der Filmoperette aufgedeckt wird. Oder dass immer wieder mit diesem Moment des Unlogischen, der plötzlich auftretenden Musik gespielt wird. Also dass es immer wieder so ein Spiel mit dem angenommenen Realismus und seiner Durchbrechung gibt. Das kann natürlich gut sein, dass das möglicherweise in den Musicals von Lubitsch auch vorkommt, aber da würde ich sagen, das ist so ein Moment, das zur Operette, auf die Operette rückverweist. Ja, was ich interessant finde, wenn du das sagst, wie vorher hast du gesagt, dass das irgendwie sich bewusst sein, dass man spielt beim Spielen, so auf der Bühne, wenn man will, in einer Operette. Und hier, wie macht man das dann mit Film, dass er so ein Musical ist, so das technologisch komplizierteste hergestellte Wirklichkeit oder Liebesgeschichte, was Film betrifft, weil die Musik ist immer dann im Vorfeld aufgenommen, dann wieder später synchronisiert mit der Lippen, um irgendeine technologisch hergestellte Wirklichkeit, wenn man will, herzustellen. Aber hier gibt es dann diese Momente, die du erwähnst, sodass irgendwie Lubitsch jetzt stellt das Technologie, wenn man will, das Medium selber heraus durch diese Spielerei mit so nicht-diegetischer Musik und dann diegetischer Musik, so irgendwie die Herstellung des Gefühles wird oft so selbstreflexiv ausgestellt, und das ist vielleicht eine Übersetzung von Operette. Genau. Und du würdest das als Unterschied zum Musical dann setzen? Sagen wir mal, es gibt sicherlich auch Musicals, in denen das gemacht wird. Da fehlt mir wiederum die Repertoirekenntnis. Das würde aber die These nicht unbedingt entkräften, weil worum es mir geht, ist vor allem, dass das gewissermaßen ein Relikt ist, das aus der Verfilmung von Operette kommt. Vielleicht auch übernommen wird, aber dass das sozusagen dieses Genre, vielleicht ein Kennzeichen des Genres der Filmoperette sein könnte. Okay, vielleicht stelle ich noch eine Frage und dann würde ich das gerne öffnen. Tanz. Du hast eine sehr interessante These uns geliefert, dass okay, es ist wirklich ein komischer Musical- oder Operette-Film. Da, wie du zu Recht sagst, irgendwie das Singen hört irgendwann mal auf. Und dann wird es so eine Komödie. Was ist die Rolle von Tanz in der Operette? Weil hier dann hast du gesagt, dass irgendwie in dem Film vielleicht Tanz übernimmt, Tanz macht etwas, schafft etwas, was die Musik nicht schaffen kann, nämlich die Hauptfiguren zusammenzubringen. Was ist die Rolle dann von Tanz in der Operette? Gibt es dann eine Parallele hier, die man erwähnt? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es gibt den größeren Fragehorizont von Tanz in der Bühnen, also Tanz in allen musikalischen Bühnengenres. Mhm. Also beispielsweise war ja Tanz auch im 19. Jahrhundert ein fester Bestandteil von Opernaufführungen. Es gibt die berühmte Kontroverse, die Wagner mit dem Pariser Opernhaus geführt hat, als er den Tannhäuser aufführen sollte, in Paris, aufführen konnte in Paris, und dort eben es das Problem gab, dass er ein Ballett einführen musste, weil es anders nicht gelaufen wäre. Es gibt die großen Ballettstellen beispielsweise auch bei AIDA, bei Opern, die wir heute völlig selbstverständlich im Repertoire haben. Und in vielen Repertoirestücken des 19. Jahrhunderts sind diese Momente einfach rausgekürzt. Also das heißt, heute haben wir diese unterschiedlichen Systeme von Musiktheater, Tanztheater, Oper, Operette. Im 19. Jahrhundert beispielsweise ist das ein System. Und eigentlich gehören getanzte Partien, Ballette zu Operetten definitiv dazu. Ich bin, ehrlich gesagt, kenne mich institutionsgeschichtlich nicht gut genug aus, um sagen zu können, wie weit das beispielsweise jetzt bei der Urführung von der Lustigen Witwe, wie viel getanzt worden ist. Meistens gibt es am Anfang vom dritten Akt eine retardierende Festszene. Das ist zum Beispiel beim
beim Leha auch so. Also Tanz ist schon immer ein fester Bestandteil, der auch einkomponiert ist. Und bei der lustigen Witwe gehört es zu den ungewöhnlichen Momenten der Partitur, dass die Protagonisten auch selber tanzen. Und deswegen, auch das ist ein Moment, das möglicherweise von Lubitsch hier aufgenommen wird, die erste wirklich ehrliche Verständigung bei Leha zwischen Hanna Glavary und Danilo findet eigentlich in einem Moment statt, wo sie nicht singen, sondern wo sie tanzen und reden. Deswegen ist es auch immer interessant, in welchen Momenten wird im Musiktheater gesprochen, in welchen wird gesungen, welche sind aufrichtiger gewissermaßen. Wenn ich richtig informiert bin, was Neues, dass eigentlich die Protagonisten selber tanzen und das Tanz ein handlungskonstitutives Moment wird in der Operette mit der lustigen Witwe. Und genauso ist es hier ja auch in dem Moment, wo von Musik auf Tanz umgeschaltet wird, ändert sich irgendwas in der Beziehung zwischen den beiden. Okay, danke schön. Rembert. Ja, das ist jetzt alles nur etwas unsortiert, weil ich denke über genau dieselbe Schnittstelle nach und diese Ablösung von Musik durch Tanz. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass so die erste wirklich ehrliche Kommunikation im Prinzip jetzt unbedingt durch den Verzicht auf Gesang irgendwie stattfindet. Ich hatte auch den Eindruck, dass es nicht einen Typ von Tanz gibt, sondern dass es eben verschiedene Typen von Tanz gibt. Und zwar auch auf der einen Seite sowas wie ein Gesellschaftstanz, der Raum strukturiert und der aufbaut, und dann gibt es so einen raumannihilierenden oder auslöschenden Tanz. Das war sowohl im Maxim oder als die dann in diesen Korridor runter tanzten und diesen einfach den Raum wegwischten. Das heißt, es gibt so einen Moment von Überschuss in dieser Bewegung, den es auch in diesem Gesang gibt, der so fast ein Moment von Jouissance ist. Es geht also ein absoluter Exzess, also einfach von Leidenschaft. Und in diesem Überschuss gibt es einen Moment von, wie du es sagen würdest, oder von ehrlicher Kommunikation. Das heißt, ich frage mich, ich fand ja diesen raumstrukturierenden Tanz ja eher da, wo der Film auch von der Anlage her so formularisch wurde, dass es dann wieder uninteressant wurde, und es kippt ja immer dann wieder in diese anarchischen Momente zurück. Und ich wollte fragen, wie du diese Typen von Tanz, also erstmal, ob du die auch so siehst. Und du hast ja gerade schon eine ganze Menge einfach an Zusatzinformationen einfach geliefert, also dass das sowieso Teil der Operette war. Aber also die größte Leidenschaft in dem Film ist doch eigentlich in Gesangspartien. Da bin ich, also beim letzten Moment bin ich mir nicht ganz sicher. Ich frage mich ohnehin, wo ist, also das habe ich jetzt auch beim neuerlichen Sehen nochmal gedacht, das Moment von ehrlicher Kommunikation ist ja bis zum allerletzten Moment relativiert. Also selbst die Episode im Gefängnis mit der Vereinbarung, komm, wir spielen was vor, zeigt gewissermaßen, dass diese Kette von Vorhaltung, du meinst es nicht ernst, nein, du kommunizierst doch auf die andere Art und Weise, könnte ewig weitergehen. Und es wird jetzt einfach nur von außen ein vom Staat ein Riegel vorgeschoben, und es wird, damit man irgendwie mal zum Ende kommt. Es stimmt, es gibt diese, mir ist das auch nochmal aufgefallen, es wird natürlich auch im Maxim wird ganz anders getanzt als in der pontevedrinischen Botschaft, in der marschowischen Botschaft, kommen wir selber manchmal durcheinander, aber die Tänze sind vollkommen anders. Es gibt dieses Moment von Tänzern, wie hast du es gerade genannt, raumauflösendem Tanz. Es gibt auch dieses Moment von sehr strukturiertem Tanz, also gerade dieser auf dem Gesandtschaftsball, dieser erste Tanz, der so querständig zueinander funktioniert, der ist ja irgendwie auch, kommt einem ja erstmal irgendwie sehr brav und sehr, sehr bieder vor. Und das Moment von Überschuss, das du gerade benannt hast, finde ich übrigens, merkt man im Gesang auch. Also gerade, es gibt immer auch diese Momente, wo man den Eindruck hat, der Ton wird ein bisschen zu lang gehalten, die Frequenz ist eigentlich ein bisschen zu laut gemischt oder so. Übrigens auch was, wo ich sagen würde, dass es in den Partituren in der Partitur der lustigen Witte angelegt. Es gibt zum Beispiel, das ist jetzt wirklich ein Detail, aber in diesem Grisettenlied, wo die Valenciennes dann verkleidet als Grisette auftritt, gibt es eine ganz, ganz entscheidende
winzig kleinen Moment, wo sie eigentlich einen halben Takt zu früh singt und man auch wieder merkt, ah, da ist eine Person völlig angespannt und es gibt Überschussenergie, die irgendwie abgeführt werden muss. Ich glaube, was letzten Endes der Tanz, und das wäre jetzt die Antwort auf die Frage, was der Tanz leisten kann, was durch die Musik schwieriger wird, ist, dass er die Protagonisten in Beziehung zum Kollektiv setzt. Und dieser deswegen sind diese Szenen auch so merkwürdig und ich kann sie auch nicht letztendlich deuten, ist, also, weil ich finde, sie zeigen einerseits den Wunsch des Aufgehens in dieser in der Masse, wo die Frage nach, geht es um Millionen oder ehrliche Liebe, aufgehoben ist, aber sie zeigt auch die Gefahr davon, weil natürlich, oder vielleicht ist man auch irgendwie durch Riefenstahl und dergleichen mittlerweile alarmiert, wenn man so allzu musterhafte, allzu ornamentale, raumfüllende Figurenkonstellationen sieht, aber ich würde sagen, das ist gewissermaßen nochmal das Surplus des Tanzes, dass der Gesang, der ja letzten Endes immer subjektiv bleibt, auch wenn er in den Chor oder so eingebunden ist, das ist nochmal das Verhältnis einzelnes Paar tanzende Masse nochmal visuell anders artikuliert. Rain im Mund. Ja, ich füge jetzt einfach nur noch so Assoziationen dazu, wo ich da finde, dass das irgendwie passt. Also nochmal zu diesem Tanzen fand ich ehrlich gesagt noch dieses, wo die so drehen. Und dann sind es, glaube ich, nicht nur Schwarze und Weiße, also man hat das Gefühl, in dem Tanz wird sozusagen die Geschichte, die bisher gelaufen ist, nochmal erzählt. Aber das nicht nur die Schwarzen, die haben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch noch so eine graue Kleider oder sowas. Und wenn die sich die ganze Zeit drehen, hat man irgendwann das Gefühl, das ist ein technischer Effekt oder sowas. Mhm. Also wo man sozusagen fast schwindelig wird. Und wo ich finde, dass das passt, dass diese Masse einerseits sozusagen Unwahrheit ist, weil es so überbordend ist, aber gleichzeitig auch erklärt, ist doch überall so, weiß ich nicht genau. Und ich wollte noch eine Geschichte nur dazu fügen. Ich finde, es gibt eine ganz wunderschöne Dialogszene, wenn der Diener von dem Geheimdienstchef da gefragt wird, wo Danilo denn nun wäre. Und er sagt, ich weiß nicht, wie viel Mal, mindestens, also mehr als dreimal, er ist weg und er kommt, oder er ist noch nicht wieder da. Und jedes Mal ist die Situation eine andere und er gibt jedes Mal die gleiche Antwort. Und es ist jedes Mal sozusagen die Frage, also ist es sowohl richtig als auch falsch, was er sagt. So. Also wo so dieses Changieren so rauskommt oder so. Ist, ja, fand ich auch irgendwie. Also vielleicht, okay, ich... Also ich sag das mal ganz pragmatisch, ja, aus meiner Sicht. Ich bin ja keine Filmwissenschaftlerin. Das ist die Geschichte von einer Frau, die Witwe ist, die traurig ist oder traurig sein muss, die isoliert ist gesellschaftlich, die zurück zum Leben findet und wieder Lust am Sex und Leben haben. Und genau das drückt der Tanz aus. Sie geht auf wieder in die Gesellschaft, in die Masse und wird wieder eine von vielen und überwindet ihre Einsamkeit. So, und das drückt sich für mich in diesen Massenszenen noch aus. Punkt. Nicht viel mehr und nicht viel weniger. Und diese verschiedenen schwarz, grau, weißen Kleider sind natürlich die Zeitphasen, die sie durchläuft, auch ganz klar. Also ich sehe es total pragmatisch. Es gibt eine Frage ganz hinten. Vielleicht währenddessen du da hinten läufst, sage ich nur kurz, was war ich vielleicht unterstützend zu deiner Bemerkung und auch anschließend an was Verena sagte. Was ich interessant fand, zum ersten Mal habe ich gedacht, Tanz ist so wie Schrift. Das Tanz war so Schrift in Bild. Das war, wir hatten dann diese Einstellung, was total interessant war, so wenn man auch diese Lubitsch-Stummfilm gesehen haben, wo so eine Maske in einem Sinn gebaut wird aus ihr Diary. Und so das ist so ihr persönliche Sprache, ihr Ich, einsam, nothing, alles ist scheiße. Und dann hat man... Ich weiß nicht, ob es direkt der nächste Schritt, aber diese unglaubliche Stelle, was so Verena angesprochen hat, wo so Maxims mit der, zwar nicht gleich danach, aber irgendwie von ästhetischer Erfahrung her, so ein bisschen gleich danach, wo man dann diese, die Frauen tanzen, ich weiß nicht, wie das heißt, so mit ihr, ha? Oh, das war die Kankan. Okay, so die Kankan, mit wo man sieht dann diese schwarze Linie in ihr Kleid, das für mich
ähnelt so sich, das war dann so diese geometrische Muster, die man kennt aus so Busby Berkeley, aber hier war es nicht Busby Berkeley, so zerstückelte Frauenkörper, sondern Schrift. Es war so eine Verbindung mit das, was wir vorher gesehen haben mit dem Tagebuch. Und in dem Sinn, das sage ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie zu filmwissenschaftlich spreche jetzt, Anja, aber das, das ist nicht der Sinn der Sache, aber das unterstützt meiner Meinung nach deine Betrachtung, dass es geht von ihrer Einsamkeit in eine kollektive Tanz. Aber vornehmlich für mich war diese sehr interessante Reflexion über diese verschiedenen mediale Ausdrucksformen von Tagebuch und dann Tanz. Nicht Tagebuch, sondern Diary. Oh ja, das ist Tagebuch. Hallo. Okay. Ja, aber ich würde noch ergänzen, man kann diese ganze Ambivalenz in der Wertung ist auch ein immanentes Operettenproblem. Es gibt bei Offenbach auch immer diese Figuren, die ihre hierarchische Stellung gerne ablegen wollen und die einfach lieben wollen und die sich in der Menge verlieren wollen und die sich verkleiden als ganz einfache, bei Orpheus in der Unterwelt, das ist die allererste Szene, dass Pluto als Schäfer verkleidet, auf die Bühne auf die Welt runtersteigt und auf die Bühne natürlich auch. Also dieser Wunsch nach einem Jenseits von gesellschaftlicher Hierarchie ist auch immer da drin und es gehört eben zu dieser Ambivalenz, die Operette immer hat, von Distanz und Einfühlung, dass man das, glaube ich, ebenso gut als gelungenes Experiment sehen kann, wie als kritische Haltung dazu. Also ich würde ich glaube, das geht durchaus zusammen. Einerseits ist die Masse etwas Auslöschendes, also sie bringt Individualität zum Erliegen, aber andererseits ist das natürlich gerade auch unter gewissen Umständen ein reinigender Prozess. Ne? Ja, hallo. Ja, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, was ja eigentlich die grundsätzliche Dynamik jetzt von dem Film ist und das spiegelt sich auch in dem, was jetzt alle gesagt haben, dass man sich jetzt richtig entscheiden kann, ist es progressiv, ist es konservativ, ist es jetzt reinigend oder ist es irgendwie einschränkend. Und Lubitsch hat ja sowas Ironisches und teilweise klingt ja sowas Postmodernes schon beinahe an. Und ich habe überlegt, was ist eigentlich der große Unterschied zu revisionistischen postmodernen Filmen. Und was mir aufgefallen ist, dass bei so neueren Filmen es unglaublich Angst macht, dass irgendwie alles nur ein Konstrukt ist und letztendlich Protagonisten einfach schauen, dass sie ja so Homo economicus nach ihrem größten Nutzen einfach handeln. Und hier sind so Momente, wo das immer so kippt, wo man sich fragt, okay, haben die jetzt Angst, dass man nicht genau weiß, ob Ehe nur ein Schauspiel ist und ob das unglaublich einschränkend und wie ein Kerker ist? Oder will man das? Also es ist eben total ambivalent. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dann irgendwann so eine ontologische Frage nach dem, was ist Wahrheit, was ist absolut gesetzt, irgendwann komplett wegfällt. Man sagt, naja, gut, wir wissen es nicht so genau, was wir wollen, aber was ist denn die Alternative? Dann lasst uns doch mit strukturierenden Maßnahmen einfach leichter umgehen, irgendwie spielerischer, irgendwie, okay, mal ist das unglaublich einschränkend, mal will ich das aber eben auch und wie ist da so Spielraum drin zwischen Strukturierung und Selbsthandeln und dann käme dann sowas rein wie was Relationistisches, also nicht relativistisch, nicht absolut, sondern Relationen herzustellen, was ich natürlich immer in diesen visuellen Sehen dann wieder auch spiegelt, so wie stehe ich zu der Gruppe, wie stehe ich zu anderen Personen, also immer diese Relationen sind irgendwie dynamischer, ohne dass da irgendwie ignoriert wird, dass Ehe auch einschränkend sein kann und dass man das aber, dass man trotzdem auch lieben kann, auch in der Ehe, aber unglaublich dynamisch eben, ohne zynisch zu sein, ohne revisionistisch. Ja, das ist also das begeistert mich zum Beispiel immer an Operette. Zynisch ist sie überhaupt nicht. Der Kernsatz oder für mich immer der Kernsatz zum Verständnis von dieser Ambivalenz ist in der Fledermaus von Johann Strauss, wo sie hat das berühmte
Duett oder Terzett gibt, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, in dem der Satz vorkommt, glücklich macht uns Illusion. Und das ist irgendwie eine Haltung, die möglicherweise auch verloren gegangen ist, dass das Lüge, jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, aber dass Illusion eigentlich auch eben was Heilsames beinhalten kann. Und es ist interessant, weil mittlerweile habe ich auch den Eindruck, dass Operette immer so in bestimmten Zeitintervallen wieder hervorgeholt wird. Also es gab eine Operettenrenaissance in den 70er Jahren, dann war es wieder eine Zeit lang weg vom Fenster, jetzt ist es seit einiger Zeit wieder soweit. Die Österreichische Musikzeitung hat ein Sonderband herausgegeben vor, ich glaube, 2016 mit dem, wie ich finde, etwas bemühten Titel Operette, Hip oder Mifig? Fragezeichen. Und also es ist gerade wieder so ein Thema, das dran ist. Und es wäre, also ich glaube, man kann relativ gut diesen Wunsch nach einer positiv besetzten Illusion historisch in, sagen wir mal, die 50 Jahre Offenbach, Orphée aux Enfers, 1858 oder sowas, bis Lustige Witwe 1905, das kann man ganz gut erklären. Und irgendwie gibt es immer wieder so Wellenbewegungen, wo diese Haltung sehr gutiert wird und dann folgt aber meistens auch wieder die konsequente Aburteilung eben genau unter diesem Argument, dass die Gattung Operette ja sozusagen keine damit was Eskapistisches hat und dass ihr damit so der sozial-libertinäre Impetus abgeht und es folgt eigentlich immer ein paar Jahre später auf dem Fuß, also könnte auch bald wieder soweit sein. So eine Wissensfrage. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine Szene, ich meine, die ist am Anfang und sie ist, glaube ich, noch in Schwarz. Und ich habe im Kopf, dass im Hintergrund gibt es Geländer, die mich an Notenschlüssel erinnert haben, die so ein bisschen so gedreht sind, weiß nicht genau. Und sie singt und dann ist eine Geige, kommt dazu. Und ich hatte das Gefühl, dass entweder die Geige oder sie irgendwie nicht richtig in der... Also, dass irgendeiner nicht die Tonlage richtig hatte. Ja, habe ich das... Ist die Geige nicht von der Bauernkapelle? Ja, ja, ich glaube. Kann das sein, dass die... Ja, ja, ich meine ja. Kann das sein, dass die nicht in der... Ich habe da jetzt gedacht, bin ich jetzt blöd oder stimmt... Also, meinetwegen habe ich gewollt, aber... Oder stimmt das da nicht? Oder habe ich da... Nee, das kann gut sein, dass das nicht stimmt. Also ich würde sogar, ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr, ja. Deswegen kann ich nur mutmaßen, aber ich würde vermuten, dass es absichtlich nicht stimmt, um sozusagen auch nochmal diesen, es gibt ja die ganze Zeit auch diese Bäuerlichkeit, die bebildert wird, dann auch sehr überraschend, wenn dieser Gesandtschaftsball ist, auf einmal sitzt da wieder diese Folklore-Kapelle wo auch alle Gitarren gleich aussehen oder also alle Instrumente sehr, sehr ähnlich sind. Ich glaube, das sind eben diese klassischen... Ist auch interessant, Operette hat ja auch immer so ein exotistisches Element, das wird stärker, also die eine der nächsten Operetten, die Lehár nach der Lustigen Witwe schreibt, ist das Land des Lächelns, also eine Operette, die in China spielt und dieses Moment von Dorfmusik, ländlicher Musik, eigentlich nicht opernwürdiger Musik, kommt auch ganz oft vor. Also ich glaube sogar auch in der Lustigen Witwe gibt es auch eine Szene, wo so eine Bauernkapelle auf der Bühne erscheint und ein Gschar das spielt. Deswegen habe ich, glaube ich, das hast du vollkommen richtig wahrgenommen, dass das eine kalkulierte Schiefstimmung ist. Ja, daran anknüpfen würde ich vielleicht auch noch eine Frage stellen wollen. Wir sind bei dieser Lecture-Reihe so ein bisschen auch auf der Spurensuche danach, was diesen Lubitsch-Touch eigentlich ausmacht. Nein. Hat ihn dekonstruiert, doch schon, weil er hat gesagt, was Sorry, ist es denn? Sorry, das war mein Trump-Moment. Das ist ja Alternative Facts. Ich wollte wissen, gibt es denn irgendetwas, was man aus musikalischer Sicht sehen könnte, was diese Besonderheit bei Lubitsch schafft? Weil wir bisher, es ist so einfach auf diese Person reduziert, ist so ein Personenkult entstanden, aber ich zum Beispiel würde sagen, dass da ja auch immer so ein besonderer Rhythmus stattfindet. Rhythmus ist ja auch ein Wort, was aus der Musik kommt, was Lubitsch wie kein anderer anwendet, wodurch dann eine Komik entsteht. Ist das was, was du auch beobachtet hast, wenn du jetzt diesen Film und andere gesehen hast?
Also der Film ist natürlich unglaublich temporeich und das Timing fasziniert mich immer wieder. Das ist aber was man über komische Filme per se sagen kann, glaube ich. Nicht per se, es gibt natürlich auch irgendwie absurde oder mit Langeweile spielende Komik, aber sozusagen häufig ist Tempo, Timing, gut gesetzte Pointe ein klassisches Merkmal von Komik. Ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man müsste wirklich sich die anderen Musikfilme von Lubitsch nochmal sehr genau angucken, um zu schauen, ob es ein wirklich musikspezifisches Merkmal gibt, das spezifisch Lubitsch wäre. Ich habe momentan ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, weil ich habe den Eindruck, viele Momente, die sozusagen spezifisch Lubitsch sind, haben mit Narration zu tun und auch damit, was man sieht und was man nicht sieht. Ich meine, es gibt ja eine Szene aus dem Film, die immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, Lubitsch-Touch zu erklären. Und das ist die mit dem Säbel. Ne? Das ist eben vollkommen klar, die Konfrontation zwischen dem König und Danilo wird ausgespart, weil man muss sie auch gar nicht erzählen, weil einfach diese ganze Geschichte, der Säbel ist zu klein, reicht, um an ihr zu zeigen, da findet gerade es ist ganz klar, was da stattfindet. Und ein Moment, der mich zum Beispiel immer wieder bei diesem Film absolut fasziniert, ist, dass nach fast anderthalb Stunden der Witz mit der Salami nochmal aufgenommen wird und diese Wurst da reingetragen wird als Exponat. Ein Witz, den man fast komplett wieder vergessen hat, weil er nach 10 Minuten am Anfang vorkommt. Und ich habe den Eindruck, es hat eher mit Dauer zu tun. Das ist natürlich auch klar, irgendwie Momente von Montage und Timing sind immer auch implizit musikalisch. Es gibt ja diesen wunderbaren Text von Carolyn Abate über Latenz, wo sie darüber schreibt, dass tatsächlich eben das Timing im frühen Stummfilm häufig reguliert worden ist über Partituren, die man später nicht mehr gehört hat. Also dass Synchronizität entstanden ist durch Musik, zu der die Schauspieler gespielt haben, die man dann aber natürlich nicht mehr im schlussendlichen Stück hören kann und die auch, soweit ich weiß, nicht notwendigerweise identisch ist mit der Musik, die dazu gespielt worden ist. Da dilettiere ich ein bisschen, das wissen andere sicherlich besser. Aber ich glaube, insofern könnte man eher ein Argument dafür machen, dass solche Fragen von Tempo, Rhythmus und dergleichen immer musikalisch konditioniert sind. Aber ob es jetzt sozusagen den spezifisch musikalischen Lubitsch-Moment gibt, bin ich mir nicht ganz sicher. Es scheint mir auch, dass ich stimme zu, und was wir gesehen haben in die anderen Lubitsch-Filme, ich zögere mich, irgendwas so besonders Lubitsch zu nennen, aber das ist irgendeine Falle, solche Reihen, dass man das irgendwann tut, nachdem man so viele von diesen Filmen sieht. Aber in diese Falle zu fallen jetzt, die Idee der authentischen Communication, like you said, the authentic communication, scheint mir nicht passend zu Lubitsch und nicht passend zu der Operette in der Art und Weise, wie du das beschrieben hast. So schön, dass irgendwie dass Kommunikation so kodiert, so reflektiert, ich meine hier direkt thematisiert, Darling bedeutet, you know, und Lilac Time bedeutet, dass irgendwie Code für Sprache, so dass am Ende, man kann nicht sagen, dass irgendwann mal in dem Film, und ich glaube auch nicht am Ende, und in dem Sinn unterstütze ich deine Lesart, dass es ist nicht ein Happy End, es ist eine Kritik an die Idee des Happy Ends. Man kommt nie an den Punkt, wo es wirklich authentic communication ist. Und das, glaube ich, haben wir gesehen fast durchgängig in Lubitsch, durch diese anarchische Durcheinanderbringen von Systeme der Kommunikation und das ist vielleicht dann das Operettenhaft, so wie du das beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber zumindest das fand ich sehr verführerisch, sehr beschreibend für was wir in Lubitsch sieht. Ja, gerne. Ich fand das auch, nur der einzige Charakter, der für mich nicht ganz reingepasst hat, war die Sonja. Also gerade dieses Lied, was sie am Anfang singt, was sie auch vorhin erwähnt hatten, dass sie ihre Sehnsucht nach Liebe echt ist, weil sie ja glaubt, sie wird auch nicht gehört in dem Moment. Und da schien mir das gar nicht so, oder es war jetzt mein Empfinden, vielleicht widersprechen sie oder stimmen damit ein, dass da dieses Empfinden, also sie fällt ein bisschen raus aus diesen ganzen Codes und sie ist dann auch das Opfer für diese ganzen Codes und am Schluss, sie kommt ja trotzdem ins Gefängnis,
weil sie ihn ja doch vielleicht irgendwie mag. Oder, also da ist diese Figur, die passt für mich in dieser Lesart nicht ganz rein. Ja. Aber zumindest am Anfang wird sie ja nun eingeführt, wie sie unter ihrem schwarzen Schleier so den einmal hebt und das so drunter herlegt. Also der ganze Dress der Witwe ist ja für sie von Anfang an also nicht als glaubwürdig. Das ist ja sozusagen eine Farce. Sie hat ja ein Jahr lang ein Tagebuch geführt, wie traurig sie ist. Na, ich glaube, 80% der Seiten waren leer. Ich dachte, vielleicht ist es so eine Art Lehrstück, wie dann sie nicht, dass sie wirklich eine traurige Witwe ist und muss ihre Liebe finden, aber sie muss lernen, dass in die Gesellschaft zu kommen bedeutet, in diese anarcho, nie authentisch zu findende Kommunikation, was sie lernt, ist irgendwie, dass es egal ist, ob jemand das wirklich meint, wenn sie sagen, ich liebe dich oder ich lüge zu dir oder es, ich weiß nicht, solange sie da sind und dich küssen. Ja, warum soll man solche Fragen stellen? Also ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, aber zumindest scheint es mir, dass sie muss was lernen im Film. Also ich würde das auch als... Entschuldige bitte. Oh, sorry. Nee, sorry, es ist dein Abend. Nein, aber das war dein Gedanke. Deswegen. Ja, aber es ist ein Gedanke, was aus dem Abend entstanden ist, was dir gehört. Ich würde es auch als so eine Art Initiationsgeschichte begreifen, weil natürlich die erste Szene ist ungemein, also melodramatisch eigentlich. Frau sitzt alleine auf dem Balkon und singt den Mond an. Ne, das ist eigentlich eine klassische Situation von Introvertiertheit. Hier bin ich bei mir, jetzt singe ich irgendwie, ich habe niemanden, für den ich singen muss, sondern ich singe zu mir selbst und zu den Sternen. Wobei auch das ja schon ein bisschen dadurch relativiert ist, dass sie am Anfang einmal, dass sie gewissermaßen den Weg dahin nimmt durch diese Kaschemme, wo sich dann alle vor ihr verneigen. Ich würde aber auch sagen, es ist sozusagen eine Art Einführung in diesen Modus der Kommunikation. Was mir nämlich gerade nochmal aufgefallen ist, es gibt diesen Moment, ab dem nicht mehr gesungen wird, bis auf eine Ausnahme. Und das ist tatsächlich, wenn sie sich im Maxim nochmal so richtig in die Leute reinstürzt und mit ihnen zusammen singt. Und diesen Moment habe ich bei diesem Sehen wirklich so als so eine Art merkwürdigen Triumph empfunden, wo sie gewissermaßen Danilo zeigt, ja, ich kann es genauso. Also ich habe es mittlerweile auch gelernt und beherrsche das folgenlose, entgrenzte, entsubjektivierte Maxim-Sprechen genauso wie du. Fifi dumm. Ja, genau. Sie kommt in Fifi dumm. Fifi-Tum. Ja. Ja, vielleicht enden wir mit Fifi. So wie in dem Film. Ja. René, danke, das war sehr, sehr inspirierend und lehrreich. Danke. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst. Danke für diesen schönen Abend. Auch an Marc Siegel natürlich. Und in welche Bar gehen wir jetzt noch? Maxims. Ja. Genau, jetzt Maxi. Nee, es gibt das Pendant. Gerne kündige ich auch noch die nächste Veranstaltung an, weil jetzt sind natürlich Semesterferien, deswegen geht es erst im April weiter, aber dann auch gleich mit Lubitschs Lieblingsfilm, wie er immer gesagt hat, Die Puppe. Am 20. April wird Elisabeth Bronfen, die aus Zürich zu uns dann kommt, darüber sprechen. Das wird sicher ganz spannend. Und ansonsten, wie gesagt, am 19. gibt es Die Augen der Mumie Ma noch als Ausklang aus diesem Semester mit Live-Klavierbegleitung. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Tschüss.